Wenn ihr noch nie etwas von dem Autohersteller Zenvo Automotive gehört habt, geht es euch wahrscheinlich genauso wie den meisten anderen auch. Das könnte daran liegen, dass die dänische Firma erst 2007 gegründet wurde. Damals setzte man sich das Ziel, einen alltagstauglichen Supersportwagen zu bauen, bei dem Design und Technologie gleichermaßen wichtig sind und der mit einer Leistung von mindestens 1000 PS in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. 2008 war der erste Prototyp fertig, der zwar schon 1000 PS aufweiste, aber noch 3,2 Sekunden benötigte, um die 100 km/h zu knacken. Nachdem man dann 2009 das endgültige Modell Zenvo ST1 präsentierte, das sofort für das Supercar of the Year nominiert wurde, lieferte man nach 2 Jahren der Entwicklung das erste Auto aus. Und die technischen Daten dieser Rakete sind beeindruckend. Die Leistung des 6,8 Liter Ottomotors lässt sich mit 3 Modi regulieren. Von einem Regenmodus, bei dem 650 PS auf die Straße gebracht werden, über einen Normalmodus mit 850 PS, reicht diese bis zu unglaublichen 1104 PS im Rennmodus. Das macht bei einem Leergewicht von 1688 Kilo ein Leistungsgewicht von ungefähr 1,53 Kilogramm. Die Höchstgeschwindigkeit wurde bei 375 km/h abgeriegelt. Allerdings ist in dem Sport- und Rennmodus das ESP nur teilweise bzw. gar nicht aktivierbar, was die Fahrbarkeit ein wenig einschränkt. Trotz dieser Daten soll sich der Verbrauch laut Herstellerangaben zwischen 10 und 15 Litern pro 100 Kilometer einpendeln, was für diese Leistungsklasse vollkommen okay ist. Dazu kommt das wahnsinnig schöne Design, für das der dänische Designer Christian Brandt verantwortlich ist. Allerdings offenbarte ein Test der Sendung Top Gear einige gravierende Mängel bei der Verarbeitung. So bereiteten erst die Hinterradbremsen Probleme und die Kupplung fiel aus. Bei einem zweiten Test fing das Auto aufgrund eines Kühlungsdefekts Feuer. Und auch wenn Zenvo das mit den extremen Belastungen bei dem einstündigen Test sowie einem defekten Zuliefererteil begründete, wenn ihr mich fragt, kauft man sich ein solches Auto vielleicht auch, um auf der Straße anzugeben, aber vor allem auch, um damit auf der Rennstrecke mal richtig Spaß zu haben. Denn auch nicht mal auf deutschen Autobahnen kann man ein 1100 PS Geschoss ausfahren. Und dann kann es nicht sein, dass ein Auto, das ein halbes Vermögen kostet, nach einer Stunde die Biege macht. Vor allem, weil ein Brems- und Kupplungsdefekt bei 300 km/h nicht so ganz ungefährlich ist. Seid ihr da meiner Meinung oder sagt ihr, Belastung wie bei dem Test wird das Auto nie ausgesetzt sein? Damit kann man als Autobauer nicht rechnen. Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ein tolles Auto mit schwindelerregenden Leistungen. Um sich Besitzer von einem der nur 15 Zenvo ST1 nennen zu können, muss man übrigens 750.000 Euro netto auf den Tisch legen.